heute ist ein besonderer Tag in meiner Instagram-Story, denn ich mache mit bei Fast Forward Science und die veranstalten heute eine 24-Stunden-Instagram-Challenge. Der Titel dieser Challenge lautet Ansteckend und auch ich habe etwas zu diesem Thema beizutragen. Und dafür muss ich euch allerdings erstmal mitnehmen auf eine kleine Reise. Bis gleich. Ja, es regnet zwar ein bisschen, aber nun geht's raus aus der Stadt. Und vielleicht bekommt ihr dadurch auch schon eine Ahnung, wo es hingehen könnte. Auch wenn Felder natürlich ebenfalls interessant sind, fühlt sich die Story von Tobiology auf jeden Fall im Wald am wohlsten. Denn auch im Wald gibt es natürlich etwas, was für die Bäume ziemlich ansteckend ist. Ich möchte euch heute nämlich den größten Waldschädling zeigen, der sich derzeit in Deutschland rumtreibt. Und zwar den Borkenkäfer. So, und weil es gerade so wunderschön geregnet hat, die Natur freut sich ja, muss ich einmal die Schuhe wechseln. Zum Glück habe ich hier so Gummistiefel. Sogar vorne mit Stahlkappen, dann kann auch nichts passieren. Und ich bin bestens ausgerüstet und das natte Wetter kann mir nichts anhaben. Ja, ich hoffe, das Wetter bleibt ein bisschen stabil. Es tröpfelt zwar noch so ein bisschen, aber solange es nicht großartig regnet, ist das alles in Ordnung. Und dann will ich doch mal gucken, was es hier so zu sehen gibt. Mal gucken, wer hier wen wie und warum ansteckt. Mal gucken, wie ich hier durchkomme. So, und vielleicht habe ich an diesem Stück Altholz sogar noch was gefunden, denn hier sind so ein paar kleine Löcher. Das werde ich mir jetzt mal genauer ansehen. Mal gucken, ob hier am Stamm noch irgendwas ist. Tritt ein bisschen Harz aus. So, ich gebe zu, sie sind sehr klein, aber ich habe hier gerade mal die Borke von so einem Baumstumpf abgemacht. Und dann kann man sie tatsächlich ganz gut sehen. Mit ein bisschen Glück findet man sie dann auch. Da sind sie eben. Mal mein Finger als Größenvergleich. Wirklich sehr klein. Ich nehme davon ein paar mit, um sie gleich nochmal ein bisschen genauer anzusehen. Mal gucken, vielleicht finden wir sogar noch ein paar mehr. Ich habe hier gerade nochmal ein Stück Borke freigelegt. Und siehe da, darunter verstecken sich doch die kleinen Tierchen wieder. Und was anderes ist auch dabei, wie die Assel, die jetzt gerade quer durchs Bild läuft. Bisschen stressig. Naja, ich sammle die Käfer mal schnell ein, bevor sie weggelaufen sind. Noch ein kleiner Hinweis, bitte lauft nicht auf eigene Faust in den Wald, um dort nach Borkenkäfern zu suchen. Denn schlimmstenfalls beschädigt ihr damit Bäume. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen unseren Wald ja vollständig und gesund erhalten. Ich befinde mich auch nicht in einem öffentlich zugänglichen Wald, sondern im Arboretum vom Thünen-Institut für Forstgenetik. Das ist ein Bundesforschungsinstitut vor den Toren Hamburgs in Großhansdorf, etwas nordöstlich. Und wir haben hier ein Arboretum auf dem Institutsgelände. Das heißt also eine Baumsammlung. Und hier kann ich dann eben auch mal bei den Bäumen nachsehen, von denen ich weiß, dass sie wegen Borkenkäferbefall gefällt wurden, ob noch einige Borkenkäfer zu finden sind. Also den Wald schützen und nicht auf eigene Faust nach Borkenkäfern suchen. Weltweit gibt es über 6000 Arten an Borkenkäfern, die wiederum eine Untergruppe der Rüsselkäfer sind. Und hier haben wir wahrscheinlich den großen Fichtenborkenkäfer, den Buchdrucker. Und den wollen wir uns jetzt mal etwas genauer ansehen. Borkenkäfer werden so etwa 4 bis 6 mm lang. Was man vorne eventuell als Kopf erkennen könnte, wäre es das Halsschild. Und der Kopf befindet sich versteckt unter dem Halsschild. Also die Fühler, die da vorne dran sitzen, die ragen unter dem Halsschild hervor. Und vielleicht können wir uns die auch mal von unten ansehen. Ja, zum größten Vergleich halte ich hier nur eine Bleistiftspitze ins Bild.
dass man mal eine Vorstellung bekommen kann, wie klein diese Tiere eigentlich sind. Hier sieht man einen Borkenkäfer auch in seiner natürlichen Umgebung, wie er gerade in einem Gang sitzt und diesen Gang eben weiter frisst. Und dadurch entstehen auch die Schäden an den befallenen Bäumen, denn sie unterbrechen mit ihren Gräben bzw. diesen Gängen den Saftstrom und verhindern dadurch den Mineralstoffaustausch zwischen der Baumkrone und den Wurzeln, sodass der Baum früher oder später bei einem stärkeren Befall abstirbt. Neben dem Klimaschutz gibt es noch drei weitere Punkte, um Wälder vor größeren Schäden durch den Borkenkäfer zu bewahren. Der erste davon, Mischwälder anpflanzen, um die Artenvielfalt zu erhöhen. Achtung! Nun bin ich am Ende meiner Instagram-Story angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch für die Thematik Umweltschutz im Wald ein bisschen sensibilisieren und mit meiner Begeisterung für das Ökosystem Wald anstecken.